Leute, ich hätte hier mal eine kleine Aktion für euch, bei der eure Mithilfe gefragt ist. Und zwar geht es dabei um die Trauzeugen AG, eine Komödie mit Kevin Hart und Josh Gad in den Hauptrollen unter anderem, die uns im März 2015 in den deutschen Kinos erwarten wird. Und Kevin Hart spielt dort einen Mann, der Trauzeugen per Agentur vermittelt. Als das Ganze aber dann hingehend schief geht, als dass er gar nicht 9 Trauzeugen für eine Hochzeit braucht, ist klar, dass viele seiner Kunden Freundschaft mit Dienstleistungen verwechseln und auch seine Trauzeugen nicht mehr die allerbesten sind, um vor den Altar zu treten. Bald werden die beiden zusammen in einer Interview-Session unter anderem ein kleines Spiel spielen, bei dem sie Fragen von User beantworten wollen, die ihr gleichzeitig an sie stellen könnt, hier in die Kommentare. Das heißt, ich möchte gern, dass ihr in die Kommentare Fragen schreibt, wie zum Beispiel, wer glaubt ihr macht die besseren Filme von euch oder wer ist der beliebtere von euch im Internet? Also Fragen, die man beiden gleichzeitig stellen kann und die sie mit Ja oder Nein oder Er beantworten können. Und das wäre sehr nett, wenn ihr in die Kommentare schreibt. Und wenn ihr selbst eine Frage cool findet oder Fragen stellen wolltet, die in den Kommentaren bereits schon drin steht, dann bewertet sie doch gerne mit einem Daumen hoch. Dann wird nämlich, wenn diese Fragen nämlich gesammelt an tatsächlich die Beine, also an Kevin Hart und Josh Gad, dann übergeben werden und dann werden sie diese Fragen auch beantworten, dann haben wir ein kleines Spielchen und das Finale dann, Ergebnis werden wir hier auch auf DVD-Kritik dann zu Gesicht bekommen. Finde ich ganz schön und mal ein Versuch, Community und Hollywood-Stars vielleicht so ein Ticken ein bisschen zusammenzubringen. Ich hoffe, ihr findet das interessant, lasst mich das auf jeden Fall auch gerne in den Kommentaren wissen. Jetzt fleißig schreiben und ganz viel Spaß dabei, Fragen, Sorgen, Nöte gerne auf Twitter und Facebook. Ansonsten lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr solche Aktionen mögt oder lasst es bleiben, wenn nicht. Hier gibt es ansonsten auch noch ein paar Links um mich herum und morgen um 15 Uhr spätestens ein neues Video und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei, natürlich um 3. Ich wollte echt nicht weinen. Auf den Bräutigam, meinen besten Freund, auf dass ihr immer glücklich seid. Tja, das war's dann wohl. Du kennst doch die Regeln. Ja, ich dachte nur... Dachtest was? Ich dachte, wir verstehen uns inzwischen richtig gut, oder? Nein. Ich möchte, dass wir jetzt alle anstoßen, auf dass ihr immer glücklich seid. Was genau tun Sie? Willkommen bei der Trauzeugen AG. Mein Trauzeugenservice ist für Leute wie Sie, die da Defizite haben. Über wie viele Trauzeugen reden wir? Brauchen Sie einen oder zwei? 7 wären gut. 7 Trauzeugen? Was Sie sich da vorstellen, ist unser Lieblingsscherz. Und das in nur 2 Wochen? Bitte helfen Sie mir. Ohne Sie bin ich verloren. Okay, wenn ich mich darauf einlasse, ist das eine reine Geschäftsbeziehung, verstanden? Sie kaufen sich keinen neuen Freund, Sie mieten sich ein Trauzeug. Verstanden. Vermutlich haben Sie einen Namen für mich. Big Mitchum. Trage ich ein Cape? Hey, Ladies, was geht ab? Mein Name ist Big. Ich bin Big Mitchum und ich liebe Süßigkeiten. Big Mitchum kriegt immer, was er will. Alles klar? Ich mag ihn. Gott hat in 7 Tagen die Welt erschaffen. Unsere Aufgabe ist größer und wir haben weniger Zeit. Wer sind diese Männer? Darf ich vorstellen, Ihre Trauzeugen? Diese Typen gehen nicht als Trauzeugen. Die sehen aus wie die 7 Zwerge in Groß, die zu Vergewaltigern geworden sind. Es ist mein Job, dich an deinem Hochzeitstag gut aussehen zu lassen. Deswegen sind wir hier. Ist eine Trockenübung. Man kann einen fetten Arsch in Baggy Pants verstecken, aber nicht einen schlechten Tänzer. Du hast gefragt, wieso sich so ein Mädel wie Gretchen in mich verliebt hat. Ich war mit ihr tanzen. Teach me how to doggy, teach me how to doggy. All my women love me, all my women love me. Die sind alle so talentiert, diese Schwulen. Ab jetzt sind wir tadellose Gentlemen. Wie spät ist es? Zeit zum Spielen! Das ist der merkwürdigste Haufen Typen, den ich je gesehen habe. Buh! 3 Eier, zählt nach! Heilige Scheiße! Ich will, dass mein richtiges Leben so viel Spaß macht, wie das, wofür ich bezahlt habe. Lass uns Geschichte schreiben! Das unvergessliche Gletscherklettern in Patagonien. Wir in 3000 Metern Höhe aus einem Flugzeug springend. Was fütterst du ihm? Was genau meinst du? Ich hab dich durchschaut. Er ist erst so, seit du aufgetaucht bist. Das ist der Duck, den ich kenne. Findest du es nicht ein bisschen merkwürdig, dass dein Trauzeuge Big Mitchum heißt? Ich muss euch die Wahrheit sagen. Ich... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Oh, Scheiße! Lass das Feuer! Das macht es nur schlimmer!